Marina Weidner begleitet einen ihrer 31 Schützlinge zur Ausländerbehörde. Der Pfleger Rafik Smetti kam vor 10 Monaten aus Tunesien. Sie haben gestern Ihre Aufenthaltserlaubnis aus der Dokumentenausgabebox abgeholt, richtig? Mhm, hat das alles gut geklappt? Ja, sehr gut, danke. Super. Und wir wollen besprechen, wie lange diese Aufenthaltsgenehmigung dauert und was wir noch alles machen können. Genau. Marina Weidner ist Integrationsmanagerin am Städtischen Klinikum Magdeburg. Die Mutter für alles. Sie besorgt alle Papiere, sucht Wohnungen, bestellt Handykarten. Die neuen Pflegekräfte sollen sich voll auf die Arbeit konzentrieren können. Die Leiterin der Ausländerbehörde erklärt, wie sehr dieses Kümmern alle Prozesse beschleunigt hat. Frau Weidner ist halt auch für uns ein wichtiger Ansprechpartner. Und so kommt eine Symbiose zueinander. Auch eine Behörde, so wie wir sind, ist offen für solche Gespräche, dass man eben gute Abstimmungen treffen kann. Hier bitte einmal die Firmenmessen. Rafik Smetti ist mitten in der Qualifizierungsphase, in einem vom Arbeitsamt finanzierten Kurs. Trotz 13 Jahren als Pfleger in der Notaufnahme wird er hier begleitet, da er noch in den deutschen Pflegestandard eingelernt wird. Dieser Mehraufwand lohnt sich, denn nach Abschluss kennt er sich gut in der Klinik aus und kann als Pflegefachkraft bleiben. Eine Win-Win-Situation. Ich möchte, dass nicht nur wir von den Fachkräften profitieren, sondern auch sie von uns. Ja, und in den schwierigen Zeiten brauchen wir auch die interkulturelle Kompetenz, die wir auch hier auch leben. Und genau das wiederum brauchen auch die Patienten, die aus verschiedensten Ländern bei uns liegen. Rafik Smettis kleine Familie ist jetzt auch in Magdeburg. Seine Frau Mariam, eine Hochschuldozentin, und die Kinder Celine und Adam. Sie wollen bleiben. Natürlich, ja. Das ist mein neues Land. Ich habe mit meiner Frau gesprochen. Mir gefällt die Wohnung, die Arbeit ist nicht so weit. Deutschland punktet bei der Familie Smetti mit guten Bildungschancen für ihre Kinder und Magdeburg mit günstigen Mieten.